Das Attentat auf Trump. Boah, das ist interessant. Eben gerade. Triggerwarnung. Ach du Scheiße, das darf ich nicht zeigen, ne? Ja, wir reagieren drauf. Ach, wird doch nicht monetarisiert, oder? Ganz frisch. Also, ja, wir gehen rein. Es ist der 13. Juli in Butler. Das Problem ist, Trump gewinnt jetzt zu 100% die Wahl. Biden hat voll Alzheimer und Demenz. Der kriegt gar nichts hin. Der will sechsmal den gleichen Typ miteinander die Hand schütteln und guckt ins Leere und dreht sich mit dem Rücken zur Kamera und weiß nicht, wo er ist und sowas. Also der ist im Arsch. Also, holy shit. Und auf der anderen Seite ist Trump. Digga, das ist das mächtigste Land der Welt. Und das sind die beiden Präsidentenkandidaten. Boah. US-Bundesstaat Pennsylvania. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht heute auf einer Wahlkampfveranstaltung. Es sind nur noch wenige Tage, bis er die offizielle Nominierung der Republikaner für eine erneute Kandidatur annehmen will. Er spricht gerade erst wenige Minuten, als plötzlich Schüsse fallen. Take a look what happened. Trump wird getroffen, aber überlebt. Jemand hat versucht, ihn am helllichten Tag zu ermorden. Schauen wir uns an, was passiert ist. Das ist halt so krass, ne? Das sind Zentimeter, das sind nicht Zentimeter, das sind Millimeter. Geht das ein bisschen, das ist hier unterm Ohr, geht das ein bisschen weiter an die Halsschlagader, ist vorbei. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wenn der Wind einfach nur ein bisschen anders geweht hätte, wäre die gesamte Welt heute eine andere. Ja, das ist so krass. Das ist absolut ein großes geschichtliches Ding, ne? Also jetzt mal im Ernst. Nicht so krass wie Kennedy, aber das ist schon, das ändert alles. Veröffentlichung dieses Videos könnten bereits neue Details Er bekannt dreht geworden einen sein. ganz kurzen Moment vorher seinen Kopf. Es ist ein heißer Spülerabend, als sich Zehntausende hier versammeln, um Trump zu sehen. Pennsylvania ist einer von sechs Aus. Ich sag nicht, dass es das ist, aber es würde zu 100% zu Trump passen, dass er sowas stagen würde. Hat er nicht gemacht, aber es würde geisteskrank auf ihn passen. Extrem. Das wäre, glaube ich, die allererste Verschwörungstheorie, die ich überhaupt glauben würde, weil er gewinnt jetzt zu 1000%ig die Wahl. Das ist fertig. Aber es ist nicht möglich, das zu faken. Einen Schuss auf Millimeter vorbei. Und es sind ja sogar Menschen gestorben. Aber gut, ich glaube, das wäre denen auch egal. Wie viele Menschen sind gestorben? Zwei Menschen sind gestorben. Wenn Trump die Wahl hätte, zwei Menschen müssten sterben, dafür gewinnt er die Wahl, würde Trump 100%ig den Trade annehmen. Aber sowas von safe. Also es würde halt zu Trump so krass passen, aber so gut faken kannst du es nicht. Ausschlaggebenden Bundesstaaten, die über den Sieg bei der Ja. nächsten Präsidentschaftswahl entscheiden können. Digga, der feiert das so hart. Wie er auch direkt am nächsten Tag auftritt mit seinem Verband. Er hat die Scheißwahl gewonnen. Der wollte da eine Rede halten, irgendwas. Oh, baut eine Mauer, die doofen Mexikaner. Bla bla bla. Will er da irgendwie Scheiße labern wieder, um irgendwie die Wahl zu gewinnen? Dann kriegt er einen Streifschuss und gewinnt zu 100% die Wahl. Das macht mich so sauer. Er feiert es am allermeisten. Gott, Digga, und dann ist dieses epische Bild entstanden, wie er von der Security und er macht die Faust hoch und freut sich und dann winkt er die amerikanische Flagge im Hintergrund. Das ist das härteste Bild in der Geschichte eines amerikanischen Präsidenten. Der gewinnt jetzt so hart die Wahl. Oh, Mann, ist das krank, ey. Das wollte der Schütze gar nicht erreichen, ne? Der sollte der Schütze überhaupt nicht erreichen. Er muss psychisch krank sein und Trump aggressiv hassen, er will ihn töten, er macht das Gegenteil. Er gewinnt ihm im Alleingang die verfickte Wahl. Butler ist stark republikanisch geprägt. Es ist eine Arbeiterstadt. This is a big crowd. This is a big, big, beautiful crowd. Trump ist von seinen Anhängern umringt. Die meisten sitzen Das ist jetzt schon ein Geschichtsbücher der Zukunft. Ja, das werden meine Kinder so in der Schule lernen. oder stehen vor der Bühne. Einige sitzen auf den Tribünen hinter ihm, in der Mitte, links und rechts. Trumps Mitarbeiter und Sicherheitskräfte, darunter auch Agenten des Secret Service, stehen direkt vor der Bühne. Hinter ihm befinden sich drei große Gebäude. Auf dem Dach des Gebäudes ganz links und ganz rechts sind Scharfschützen des Secret Service positioniert. Sie suchen die Umgebung nach möglichen Bedrohungen ab. Sie sind in diesem Video zu sehen, das von einem Zuschauer gefilmt wurde. Hello Butler and hello to Pennsylvania. Die haben ihren Job ja so verkackt, I'm thrilled to be back. Trump beginnt mit seiner Rede. Alles wirkt normal.
Er dreht sich nach rechts und zeigt auf eine Grafik mit einer Einwanderungsstatistik. Zur gleichen Zeit bemerken mehrere Personen auf der Veranstaltung einen Mann mit einer Waffe. Er ist auf dem Dach eines nahegelegenen Gebäudes. Doch es ist zu spät. Es fallen Schüsse. Einer davon wird sogar auf einem Foto festgehalten. Krass. Weil er sich nach rechts dreht. Ein Gebäude etwa 120 Meter nördlich von der Bühne. Die Schüsse kommen von hier, vom Dach. Er hat sich sogar in den Schuss reingedreht und deswegen ist er nicht tot. Schütze ist der 20-jährige Thomas Matthew Crooks. Er ist mit einem halbautomatischen Gewehr des Typs AR-15 bewaffnet. Die Waffe wurde von seinem Vater legal erworben. Zunächst gibt er offenbar 3 Schüsse ab. Take a look what happened. Die erste Kugel trifft den oberen Teil von Trumps rechtem Ohr. Digga, das sind Millimeter. Tiefe Halsschlagader, weiter oben knallt der ganze Schädel weg. Später wird er sagen, dass die Kugel ihn nur nicht direkt in den Kopf getroffen hätte, weil er sich genau in dem Moment nach rechts gedreht habe. Er duckt sich hinter das Podium. Innerhalb von 3-4 Sekunden nach dem ersten Schuss umringen Secret Service Agenten den Ex-Präsidenten. Sie schützen ihn mit ihren Körpern. Crooks eröffnet sofort wieder das Feuer. Mit 5 weiteren Schüssen. Kurz vor dem ersten Schuss von Crooks scheint einer der Scharfschützen auf dem linken Dach hinter Trump den Schützen zu entdecken. Es wirkt so, als bereite er sich darauf vor, das Feuer zu erwidern. Einige Medien berichten, diese Scharfschützen hätten Crooks getötet. Der Secret Service hat zwar bestätigt, dass seine Mitarbeiter den Schützen neutralisiert haben. Aber wir konnten nicht bestätigen, dass es sich tatsächlich um diese Agenten handelte. Der Schütze hat auch Zuschauer auf den Tribünen getroffen. Ein Mann ist gestorben, der 50-jährige Corey Compadore. 2 weitere wurden schwer verletzt. Da Trumps Mikrofon noch eingeschaltet ist, kann man hören, was die Agenten zueinander sagen. Die Scharfschützen dürfen erst schießen, nachdem geschossen wurde. Echt? Wenn die jetzt einen anderen Scharfschützen auf dem Dach liegen sehen, der auf Trump visiert, dann dürfen die den nicht abschießen. Etwa. Das Video wurde 1:1 von einem amerikanischen Channel geklaut. Aber du meinst nicht fern, oder? 42 Sekunden nachdem Crooks das Feuer eröffnet hat, bestätigen sie, dass der Schütze ausgeschaltet wurde. Doch, er meint fern, der Dumme. Okay, das ist krass. Das ist der gleiche. Das ist Simplicissimus auf Englisch. Die haben fern und Simplicissimus ist Deutsch. Simplicissimus hat nicht von fern geklaut. Das ist der gleiche Ersteller. Das ist so, als würdest du Second Try melden, dass die Videos von Trimax klauen. Das bin beides ich, okay? Also bereiten sie sich darauf vor, Trump zu einem gepanzerten Fahrzeug zu eskortieren. Etwa 75 Sekunden, nachdem er sich zu Boden geduckt hat, hebt Trump seine Faust. Er stößt die Worte... Hat ihn so die Wahl gewonnen, vorbei. Macht so sauer. Fight, fight, fight aus. Die dabei entstandenen Fotos gehen sofort um die Welt. Boah. Ja, das ist halt vorbei. Also, sorry, Alter. Biden kann direkt zurücktreten. Die ganze gegnerische Partei kann sich auflösen. Das ist vorbei. Das ist so krass, ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Es geht nicht mehr, Amerika. Ja, mehr geht nicht. Das ist zu krass. Das ist GG. Glückwunsch, Trump. Das ist die Wahl geworden. Macht mich sauer. Und jetzt interpretiert das nicht falsch. Sagt jetzt nicht die Leute, oh, Trump wünscht sich, Trump wäre erschossen worden. Nein. Ich wünsche einfach, es wäre gar nicht erst auf ihn geschossen worden. Die Menge jubelt dem Ex-Präsidenten zu, als er die Bühne blutend verlässt. Trump wird sofort in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht nach New Jersey geflogen. Es scheint ihm gut zu gehen. Es gibt viele Fragen, auf die wir im Moment keine Antwort haben. Warum waren die Einsatzkräfte nicht in der Lage, den Angriff zu verhindern?
Wir sind bei unserer Recherche. Das kommt mir auch zu einfach vor irgendwie. What the fuck? Irgendein 20-jähriger Schüler gefühlt klettert da nebenan aufs. Das war ja noch nicht mal irgendwie ein 1,5-Kilometer-Shot oder sowas, irgendwas Unmögliches. Der ist einfach hochgeklettert und hat da rumgeballert. Wieso, was ist das? Auf eine spannende Analyse auf X gestoßen. Sie legt nahe, dass zumindest die Scharfschützen auf dem Dach hinter Trump wahrscheinlich nach weiter entfernten Gefahren Ausschau gehalten haben. Dieses Dach fiel möglicherweise in die Zuständigkeit anderer Strafverfolgungsbehörden. Das konnten wir nicht unabhängig bestätigen. Wie konnte ein bewaffneter Mann einfach auf dieses Gebäude klettern? Was war das Motiv von Crooks? In den öffentlichen Gerichtsakten von Pennsylvania findet sich keine Vorgeschichte des Schützen. Die New York Times ist auf einen Eintrag im Wählerverzeichnis von Crooks gestoßen. Daraus geht hervor, dass er ein registrierter Republikaner war. Außerdem hat er im Jahr 2001... Es wurde bereits beim Hochklettern der Polizei gemeldet, aber es wurde nichts gemacht. Also, ich glaube nicht, dass das Ding staged von Trump war. Dafür ist der Schuss zu knapp und er wäre auch tödlich gewesen. Er wäre sofort vorbei gewesen. Das, wenn die nicht gestaged haben. Aber irgend so ein Insider-Ding, so mit, da ist irgendwie so Secret Service geschmiert, bestochen, schießt nicht direkt, macht ein Auge zu. Sowas kann man sich in Amerika immer vorstellen. Glaube ich auch nicht, aber ich wäre jetzt nicht ultra überrascht. Ich glaube es nicht, aber das würde ich noch eher glauben, als dass Trump den Schuss faked, weil der ist unfakebar. Ist der Millimeter weiter rechts, ist er sofort tot. ...20 über eine Spendenplattform der Demokraten $15 an eine liberale Wählervereinigung gespendet. Er war Das kommt von da oben? Nee, das wird auch nicht von da oben Hilfe kommen. ...und hatte eine Mitgliedschaft Scheiß. In einem örtlichen Schützenverein. Das FBI fand sowohl in seinem Auto als auch wahrscheinlich in seiner Wohnung verdächtige Gegenstände, potenziell Sprengstoff. Diese Funde werden derzeit im Labor untersucht. Die Ermittlungen dauern an. Fast stündlich werden neue Informationen veröffentlicht. Präsident Joe Biden und zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt haben den Anschlag und politische Gewalt im Allgemeinen verurteilt. Die Bilder von Trump, blutverschmiert, aber trotzig mit erhobener Faust vor einer amerikanischen Flagge, werden sicherlich zu einem starken Symbol werden und in die Geschichtsbücher eingehen. So schnell mit unserem Team auf aktuelle Ereignisse zu reagieren und solche Animationen zu erstellen, geht nur dank der Unterstützung unserer Sponsoren. Emma ist schon lange unser Partner, wenn es um erholsamen Schlaf geht. Schlaf ist essentiell für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Bis zum 2. August. Stimmt, wäre das gefaked gewesen, dann hätte er einen Schuss in die Schulter bekommen oder in den Arm, ohne direkt eine Arterie zu treffen. August gibt es bei Emma einen Sommerschlussverkauf. Aber nicht so dicht am Kopf. Diese wendbare Matratze ist aktuell um 35% reduziert. Diese Airgrid-Matratze um 50%. Neben Matratzen gibt es auch Rabatte auf Betten, Kissen und Decken. Mit den Sparsets von Emma könnt ihr besonders viel sparen. Über diesen QR-Code und mit Simply07 bekommt ihr bei eurer Bestellung zusätzliche 5% Rabatt. Der Versand ist... Digga, was stimmt mit euch nicht, Chad? Ich meine, wenn man das fake möchte, würde ich in die Schulter oder in den Arm schießen. Und dann schreit jemand, oder in die Eier schießen, oder in den Hoden, oder in den Schwanz schießen, oder einen Schuss in die Eier. Nein! Wenn man ein Attentat auf Trump faken wollen würde, dann würde man nicht die Eier wegballern. Ist kostenlos und ihr könnt die Matratze bis zu 100 Nächte probeschlafen. Checkt Emma gerne mal aus. Wir wissen die Unterstützung bei solch bedeutenden und kurzfristigen Projekten sehr zu schätzen. Krasses Video, gut dargestellt, gut animiert, jetzt hat man alles verstanden. Heftig, einfach ein historischer Moment. Einfach so passiert. Krasse Scheiße. Leute, das wird nicht ein Fake-Schnitt ins Ohr gewesen sein, dann hat er da Fake-Blut, Mann. Würde man das faken, da sind viel zu viele Kameras, viel zu viele Fotografen. Das kann man nicht faken so. Und dass der Schuss auch viel zu knapp, das würde man nicht faken. Man würde andere Sachen faken, aber das ist so nicht fake. Es war eine Platzkapsel am Ohr mit Fake-Blut. So ein Scheiß. Mit Kugel fotografiert, Digga. Das wird so viele Verschwörungstheoretiker ansehen. Oh mein Gott, ja, da wird richtig viel entstehen. Leute werden sagen, das waren die Freimaurer, das waren die Reptiloiden, das waren Aliens. Was noch? Das war Biden, safe, das war Biden. Was noch? Merkel war's? Nee, Merkel muss weg und Merkel ist schon weg. Ganz klar haben wir gelernt. Bill Gates, das war ein Bill Gates mit einem 5G-Sendemast. Zack, direkt durchs Ohr. Echsenmenschen, klar. Die Rothschilds. Omnek, kann es auch gewesen sein.